You're here. Good. Now we can begin. Beginnen womit? Thaniel is trapped in the Shadowfell. But thanks to your efforts, I know where to look. Now I must go there. Alone. Moment, sollte ich nicht mit euch kommen? Was soll ich tun? Klingt jetzt, bräuchtet ihr mich hier nicht mehr. With the Oakfather's blessing, I can infiltrate the Shadowfell, but doing so will sap my strength. I'll need your help if I'm to return. I need you to stay here. Keep the portal open until I return and defend it at all costs. Gegen wen und wie lange? Zu Selbstmord alleine reinzugehen, ich komme mit euch. Könnt ihr euch da auf mich verlassen, verteidigen, wie meint ihr das? The shadows won't be banished without a fight. Once I open the portal, they'll swarm like carrion birds and try to destroy it. You must not let that happen. Let's begin. Whatever happens, do not attempt to enter the portal and do not let anything interfere with it. It took me years of study, of seeking the Oak Father's favor, to find a way to part the veil. Pray that this works. Hoffentlich. Oak Father, hear me. Aid me. Force open the jaws of darkness. Make passage for your vessel of light. It's ready. I'll return with Thaniel as soon as possible. Stay close to the portal. Buy me what time you can. Ich hoffe, das dauert keine Stunden. Wir hätten voll speichern sollen. Haben wir voll gespeichert? Irgendwie schon. Oh, verdammt. Das Portal beschützen. Gut. Das kann ja mal scheiße werden. In Todesalb. Ich beschütze das Tor. Sehr schön. Und jetzt hier hoch. Und die beiden Kämpfer bleiben unten. Sehr schön. Wagt nicht näher ans Portal zu kommen. Ey! Ist hier irgendwelche? Nee, dann muss in die Richtung. Das Portal darf sich nicht schließen. Kritischer Fehlschlag, na toll. Das wird nichts. Hier kommen noch mehr. Oh, Kundis. Ja. Ach du Scheiße.
Wie sollen wir das nur überleben? Ich hoffe nicht, dass wir die alle besiegen müssen. Wir haben keine Heiltränke, wir sind alter Schwede. Hätten wir schützen müssen. Ach, die haben nur eins. Was hier unten? Die Schatten muss ausschalten. Fehlstärke, fantastisch. Portal wird dann gegriffen. Samar. Ich räume hier auch nicht auf. Nein, die Vögel. Die hätten wir aufhalten müssen. Das Portal hat noch mehr Vögel. Ach, scheiße. Das Portal ist am Arsch. Ach, scheiße, was kommt denn hier? Wir müssen noch ein bisschen taktischer vorgehen. Wir müssen das Portal beschützen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Wir kommen hier gar nicht mehr dran. Ach du Heilige. Sind wir auch mal wieder dran? Ey, ich muss mal erstmal heilen. Mich selbst. Ja. Fantastisch. Da geht das Portal. Verdammt. Wir müssen da hoch. Was hier unten abspielt, das ist mein zweiter Weg. Wir werden das nicht überleben. Das Portal wird es nicht überleben. Bin ich mit ihr überhaupt darunter gegangen? Mach schnell, Heisen. Das Portal macht nicht mehr lange. Und wir auch nicht mehr. Erstaunlicherweise geht's Schatten jetzt gut. Wir hätten taktischer hier Vögel, die machen es hier kaputt. Ach du Scheiße. Das Ding ist gleich kaputt.
Und da geht's hin. Wir sind am Arsch. Großartig. Fest zum Geier. Wie sollen wir das denn schaffen? Erzählst du mir das mal. Wie lange sollen wir es vor dem verteidigen? Wir sind ja nicht unsterblich oder so. Wir müssen taktischer kämpfen. Burning through our oil, but it should just about do. Just about? Just about. We shouldn't hang around too long, though. Tja, sind wir wieder hier. Vielleicht gehen wir diesmal auf der anderen Seite und dann. Gut, wir müssen das taktisch angehen. You're here. Good. Now we can begin. Tun wir es. Very well. Once I begin the ritual, a portal to the Shadowfell will open. With the oak, I need you to stay here. Keep the portal open until I return. Good. It took me, Oak Father. It's ready. I'll return with Thaniel as soon as possible. Ja, diese einen HP Gegner müssen wir schnell ausschalten. Todesalb. Wir lassen die Schatten an. So, sie ist als nächstes dran. Dann nehmen wir uns nochmal die ernsthaften Angriffe auf später auf. Bogenschützen. Die sollten wir mal bald ausschalten. Ich weiß nicht, ob wir das Tor heilen können. Ist mit kassiert. Schattenherz.
Okay, wir müssen alles angreifen, was sich in dem Portal nähert. Jetzt greifen die an. Bogenschützen müssen wir ausschalten und später in dem Zug dann die kleinen Viecher hier, die Raben und so, müssen wir sehr schnell ausschalten. Okay. Dass wir jetzt nicht einmal gesetzt haben. Gehen wir uns jetzt zweitrangig. Erstmal die eine HP-Gegner ausschalten. Okay, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, vielleicht können wir hier ein paar. Das sind wieder Einzelgegner, vielleicht können wir die. Kommen wir zum die. Kritischer Fehlschlag, fantastisch. Was zum Henker? Schatzherz da. Ach du Scheiße. Was machen die denn da oben? Schatzherz ist da oben. Ein Rabe aufs Butter zu. Was, wie sollen wir das denn? Heilige Scheiße. Ach, wie soll denn das was werden? Das wird ein Albtraum. Oh Gott, wir sind so am Arsch. Ich nehme Gay vielleicht wieder mit. Das ist eine Möglichkeit. Schattenherz ist hier nicht wirklich eine Hilfe. Vor allem, wenn wir ewig nicht angreifen können. So viele Gegner hier erstmal, bis wir dann wieder dran sind. Kann ich wirklich für Heilung sorgen? Ich muss eigentlich ich muss angreifen jede Runde. Need to find a way forward. Das werden wir diesmal auch wieder nicht schaffen. Zum Tor. Was da unten kommt, ist zweitrangig. Die Bogenschützen müssen wir wegkriegen, aber wie? Wir müssen jetzt mal ein Tor aufräumen. Ready for this. Na toll. Knees high. Wird hier umgebraucht.
Blöd, dass wir jetzt nur noch zu dritt sind. Ich muss das Schattenherz erstmal zurücklassen. Ist ja scheiße, aber. Die ist auch gleich wieder im Arsch. Das ist. Wir sollen das was werden. So viel dazu? Wie sollen wir das überhaupt schaffen? Und was machen wir jetzt? Hazen ist da drin. Fluch nicht gelöst. Das können wir eigentlich nicht so sein lassen. Oh, große Güte, das ist so ein Part. Die Bogenschützen müssen wir ausschalten. Irgendwie. Und gleichzeitig irgendwie auch diese. Das Problem sehe ich, dass dann wir brauchen flächendeckende. Wir brauchen irgendwie. Ja, ich glaube, haben wir da Geld oder so? Irgendjemanden, der da helfen kann? Wir brauchen Leute, die da wegfegen können. Darauf haben wir uns eigentlich nicht gelevelt. Stell mal ein Team zusammen. Eigentlich können wir mich nicht gebrauchen, das ist das Ding. Ah, sehr gut gefreut hier gerade. Wir brauchen Geld. Ja, das Geld. Don't waste a step. Schattenherz. Shah's blessings upon you. If you're sure. If you're sure. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. So, irgendwie im Team. I was hoping to speak to you, as a matter of fact, about the night you were kind enough to keep this melancholy wizard company. Und jetzt, wir müssen was anderes besprechen. Very well. With pleasure. Lead on. Den können wir mal leveln. Da können wir mal schauen, ob wir irgendwas finden. Naja, Magieattacke, die flächendeckend Level 1 Gegner besiegt. Zauber halten. Sehr schön. Gegenzauber. Feuerball, das können wir gebrauchen. Ja. Schneesturm. Hast.
Vulkanisches Schloss, Vampirgift, stinkende Wolke, verschwimmen. Windstoß. Bringen den Zauber einer anderen Kette zum Scheitern. Ey, brauchen wir gerade nicht. Totstellen. Fluchbrechen. Schutz vor Energie. Blitz. Säurepfeil. Der kann da auch nichts wirklich, oder? Flammende Sphäre. Spüre eine flammende Sphäre, die Gegnern und Gegenständen in der Nähe Schaden zufügt. Du kannst diese Sphäre bewegen, die spendet helles Licht. Das könnte was sein. Zauber vorbereiten. Dolchwolke ist auch was Gutes, können wir gebrauchen. Haben wir hier oben. Feuerball brauchen wir. Magische Waffe. Schlafen brauchen wir jetzt nicht. Feuerball brauchen wir. Donnerwoge brauchen wir ganz dringend. Trinke eine Waffe und keine Energie. Die Waffe wird magisch und hält einen Bonus plus 1. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht so dringend. Ich glaube, das ist ein gutes Ding. Und unsere zwei Angriffe brauchen wir dringend. Kann ich mich selbst aus der Gruppe verabschieden? Wahrscheinlich nicht. Versuchen wir es nochmal mit Gel. Okay, ich muss hier rüber. Schön, dass noch nicht nachgeladen hat. Dazu im Messer. Das hier mal speichern und dann hier hin. So, jetzt vielleicht erst positionieren und dann. You're here. Good. Very well. Once with the, I need you to stay here. Keep the good. It took me years of study. Oak Father, it's ready. Und dann werden wir es doch wohl schaffen, noch mal da Stunden zu brauchen. Ah.
Ah, fantastisch. Ich stehe eigentlich ganz gut. Hafnerin, vielleicht kann die kann sich Geh um die kümmern. Ja, hier die Bogenschützen. Das ist eine unterschätzte Quelle. Nach hier. Ist ein bisschen weit weg. Warum es gehe immer so zum Schluss da erst dann. Was haben die Probleme hier? Okay. Durch Wolke. Er lebt noch, der ist tot, das ist nicht schlecht. Und dies kommen. Scheiße. Was machen wir jetzt mit denen? Dann versuchen so viele wie möglich auszuschalten. Ich habe nur einen Schuss. Deswegen. Hat jemand Heilung? Nö. Dann Kardach. Um die Rahmen kümmern wir uns zuerst. Okay, immerhin. Okay, sie ist auch tot. Da kommen die anderen Raben. Ist leider vor uns einsetzen können. Nee, können sie nicht. Geht halt durch. So, die Raben. Gegner Nummer 1. Und die hätten wir uns auch kümmern sollen. Und die haben nur 1. Okay, Klingensturm können wir nicht mehr. Brechwolke. Die können wir mal hier einsetzen. Und das Problem gelöst. Jetzt haben wir allerdings das Problem.
setzen erstmal nicht ein. Und jetzt erstmal die Hunde. Rab reingeflogen. Bei nächsten Möglichkeit müssen wir wieder oben loswerden. Und da ist ein Zorn. So schnell kann das gar nicht sein. Wir müssen nur taktisch vorgehen. Ach du heilige Scheiße. Es kommt mehr. Als ob. Kritischer Fehlschlag, na toll. Portal darf nicht geheilt werden. Wir müssen die hier loswerden als erstes. Egal was hier unten los ist. Na toll. Es kommt ein Schatten. Nicht gut. Ich meine, wir sind relativ gut dabei, aber... Okay. Schatten müssen wir ausschalten. Und der eine kann nicht so viel. Hunde sollen sie kommen. Ach, scheiße. Ja, hier unten halt Probleme. Ach du Scheiße, das Portal geht schon wieder sterben. Ach. Wie soll denn das was werden? Wie sollen wir das da... Wie sollen wir das denn machen? Da sind wieder... Wie sollen wir den Kampf jemals überstehen? Jetzt sammelt sich hier die Meute drumherum. Es kommt hier so ein... Was können wir machen? Welches Geld erledigt? Alter, wir haben hier ein ganzes Schlachtfeld oben. Maximal könnten wir versuchen, es direkt vor das Portal zu stellen. Und vielleicht eine taktische, bessere Sache, eine Chance. Sonst fällt mir nicht mehr viel ein. Alter, hier ist jetzt was los. Portal ist wieder fast down. Wir sind noch lange nicht dran. Wie ich das lasse. Am Arsch, Alter. Kritischer Fehlschlag. Na toll, was denn auch sonst? Alter Schwede. Ich muss den Schatten fertig kriegen. Genau deswegen müssen wir den Schatten fertig kriegen. Und Gail ist tot. Fantastisch. Das hier unten, das juckt erstmal nicht. Den Schatten alle machen. Er lebt noch. Also. Schatten ist weg. Jetzt müsste ich eigentlich noch hier weiterkämpfen, aber es geht natürlich auch wieder nicht.
Zwei Spieler, das Ding ist tot. Nicer Versuch. Wir sind weit gekommen zum Game. Das war nicht schlecht. Ich hasse dieses Spiel. So, als ob das irgendwie schaffbar ist mit unserem Team. Hier ist was bestimmt sein Drehkursportal dort. Stehen wir da wie eine Mauer im Weg. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die ich da sehe. Wir platzieren uns schon mal hier. Karlach platziert sich hier. Okay, den brauchen wir hier an der Stelle. Nur so machen wir das. Very well. Once I'm with I need you to stay here. Keep the portal open until I return. And good. It took me. Oak Father, it's ready. So. Jetzt stehen wir direkt davor. Was geht denn hier ab? Okay, wenigstens sind wir jetzt mal zusammen. Zurück zum Portal. Ach, nice. Werde ich hier schon in der ersten Runde getötet. So viel dazu. Eigentlich brauchen wir den, das brauchen wir später. Fehlschlag. Fehlschläge dürfen wir uns hier nicht erlauben. Eigentlich absolut nicht. Detonation der messerlichen Kugel. Deaktiviert die messerliche Kugel in seine Brust um den weiten Umkreis alles und jeden zerstört. Oh geil. Na dann ist er tot. Das ist echt die letzte Chance. Okay, Feuerball. Ich hoffe, damit schade ich nicht allen anderen.
Weg unterbrochen. Das war nicht schlecht. Hätten wir später gebraucht. Ich hoffe, den können wir mehrfach einsetzen. Jetzt kommen die Bogenschützen. Wir müssen halt in der ersten Runde schon die dort oben ausschalten, das ist halt das. Sonst wird es hier eng am Ende. Wir dürfen halt hier keinen Schatten mehr haben in der zweiten Runde. Fett gehe hier wahrscheinlich opfern müssen. Okay, jetzt sind erst mal wieder unten dran. Sehr schön. Fuck yes. Versuchen wir die hier auszuschalten. Und ihn hier. Oder auch nicht. Stellen wir uns hier mal einen Weg. Damit warten wir noch. Hier ein Feuerball. Sehr schön. Den will ich jetzt immer haben. Da ist noch ein Bogenschütz da. Das gefällt mir gar nicht. Wir sind diesmal aber einigermaßen gut. Jetzt kommen die Raben, verdammt. Die müssen wir jetzt. Wir müssen die Raben fernhalten, unbedingt. Oh, scheiße. Okay. Stell dich mal hier im Weg. Na komm. Was ist mit Elb fertig? Okay, ist noch ein Vogel. Nicht gut. Aber wir müssen uns jetzt hier drum kümmern. Feuerball können wir nicht mehr. Sehr schade. Klingensturm können wir hier gebrauchen. Verdammt.
Bogenschützen haben wir ausschalten. Ich heule, ich schreie hier runter, wenn jetzt hier wieder. Und diesmal das nicht schaffen. Wie taktischer kann man das noch machen? Scheiß Bogenschützen. Wir müssen uns um die Bogenschützen kümmern. Verdammt! Spätestens jetzt sind wir in dieser Runde, werden wir es verkacken. Jetzt kommt wieder ein Schatten dazu, jetzt kommt wieder so einer. Wie sollen wir diese Runde überleben? Wie sollen wir das diese Runde schaffen? Sie hin, ja, aber weiter werden wir es nicht. Wetter habe ich keine. Jetzt sammelt sich ja alles. Ja, schön gesagt. Ich schlachte mal erstmal hier den Raben ab. Fehlschlag, geil. Jetzt haben wir GS Zug verbraucht, ist das nicht geil. Dort sind wir am Arsch. Wir müssen vor allem hier unten mal. Ach du Scheiße, die haben 28, die haben 27, die. Sind die noch Bogenschützen? Das überleben wir nie. Ja. Da müssen wir mal vielleicht gucken, wie wir es ohne diese Quest hinkriegen. Ich werde es nicht noch, also ich habe keine andere Idee, wie wir das machen können. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich bin tot. Ja, ich bin wirklich tot. Wir haben mal nice herauszufinden, was passiert, wenn. Alter, es ist egal, was jetzt hier passiert. Das schafft man nie mehr. Geld opfern. Das ist das Portal aber auch weg, oder nicht? Okay, was ist jetzt passiert? Ist sie schwarz? Spiel hat sich aufgehängt. Spiel vorbei, die Gruppe wurde besiegt. Ah, es war klar.
Gut, muss einen anderen Weg geben. Das kriegen wir, das wird nichts. Und Gail kann sich nicht dafür opfern, wenn er dort, wenn die alle oben sind. Ne. Ist das jetzt eine storyrelevante Quest, die unbedingt gemacht werden muss, oder können wir den Schattenflug auch, muss der behoben sein, da können wir ihn auch lassen. Du, das tut mir schrecklich leid, aber ja, ich bin dann mal weg. Das wird nichts. Komm später wieder, wenn wir. Gehen jetzt erstmal dorthin. Habe ich keine Idee, wie wir das hier regeln. Es ist hier quasi Game Over. Spiel vorbei. Ansonsten gehen wir über den Weg nach Baldur's Tor. Sieht man das nächste Kapitel. Heisen würde eh nicht mit ins Team kommen. Die Tieflinge will ich noch befreien. Das ist noch ein Ding, das wir hinkriegen sollten. Ansonsten war es ja nur das Ding, das sie durchqueren. Nicht auf unserer eigenen Quest. Best for cure. Sehr bugfrei hier gerade. Wir wollen eigentlich lang hier, wollen wir lang. Guckt überhaupt nicht gerade. Time to press ahead. Okay, wir gehen mal durchs Haus der Heilung. Ich hoffe, da passiert uns diesmal nichts. Ich bin wirklich begeistert, wie bugfixed das Spiel ist. Und wie wenig das hier gerade ruckelt. Und auch wie gut die Grafik immer nachlädt und wie das wirklich hier. Hat fast Hogwarts Legacy Vibes. Also sowas, dass die Wände erst später nachladen. Das gibt's hier einfach gar nicht. Das ist alles von Anfang an gleich. High Performance. Ich weiß nicht, ob hier eine Tür ist oder nicht. Vermutlich nicht. Da hoch müssen wir. Ist gerade eine Diashow hier. Zwei FPS Diashow. Spiel kommt nicht drauf klar, dass wir den Schattenflug doch nicht brechen wollen. Und mein Computer hat komplett den Geist aufgegeben. Hier Assets einfach. Ignoriert die Assets, die hier im Raum rumliegen.
Ein Assets-Raum. Hier sollte eine Tür sein. Na, wird's was? Dann müssen wir erst einen Dialog mit der Tür starten. Das ist halt ein lustiger Part. Ah, die ist offen, die Tür. Ich kann es ja nur erahnen. Stunden später. Bosskampf gegen die Tür. Wollen wir hier mal durch? Der ist ja keine Gefahr mehr. Warum ist die verschlossen? Sind wir schon mal durch reingegangen? Ah, die Tür ist offen. Uff, uff, uff. Und da hinauf. Jetzt stolpern wir hier in Bossfight rein. Was wär's? Das war so ikonisch für das Spiel. Vorhin durchsucht, nichts gefunden. Keiner da. Jetzt hier rein, Bossfight. Hier soll es infernalisches Eisen geben. Ein Hinweis darauf, wo das sein könnte. Es wird heute nicht mehr gut hier. Seit irgendwie seit dem Bosskampf hier. Nächstes Mal wieder besser. Wo soll hier infernalisches Eisen sein? Sicher kein bisschen was. Nicht, dass das irgendwas bringen würde. Machen wir das. Die Fans sind eh nicht intakt. Nicht zwei, ist klar.
more dangerous than this? No, no, no. Den Chef hier gefallen. Aber wo soll hier infernalisches Eisen sein? Gerade mal auf Fallenschärfer. Ja, nun. Watch how you go. There's a trap. Ja, nicht mehr viele Traps. This place is trapped. Ja, hier gibt es auch keine Türen irgendwie, die wurden die nach unten führen oder so. Irgendwelche Hinweise, dass hier irgendwas sein könnte. What's in here? Irgendwas, was auf infernalisches Eisen hinweisen könnte. Es ist ja nicht so, als wenn die Kisten rumstehen oder so. Tafel vielleicht. Die wird man noch gucken. That's Merkel's symbol. I have no idea. Als ob ein Kopf in das Urne drin liegt. Wir wissen auch nicht, was eine Urne ist, die Entwickler. Knochen in der Urne. Hier ist nichts. Hier ist absolut gar nichts. Vielleicht ist hier was. Keine Aktion möglich. Aber von infernalischen Eisen ist das auch weit entfernt. Eine Kiste. Right tool will do the trick. Natürlich. Oh, Punkt genau. Ein schöner Umhang, aber... Kein Eisen hier. Bei den anderen Malen, wo wir es gesucht haben, lag es irgendwo offen rum. Jetzt müssen wir es hier in jeder Vase suchen. Vielleicht in dieser kleinen Kiste. Wenn wir hier nichts finden, dann
vielleicht im nächsten Part einfach mal schauen, ob wir nochmal in den Turm gehen können. Und da mal vielleicht irgendwie was bei dem. Da irgendwas verursachen können. Ansonsten, ob nach Bellos geht oder so. Tieflinge würde ich gerne retten. Ja, wo soll ich denn noch gucken? Hier ist eine Kiste. Die einzige Kiste, die verschlossen war, da war nichts drin. Tja, so viel zu infernalischen Eisen. Wieder irgendwo eine Kiste oder so. Jetzt ist die Bank aus dem Eisen gemacht. Ansonsten denke ich, das Spiel wird uns hier verarschen. Hier außen irgendwo was. Ein Fisch, was? Bestimmt infernalisches Eisen drin sein. Hier ist noch ein Schatz zum Ausbuddeln. Schatzjäger. Gut. Hier ist also nichts. Noch mehr infernalisches Eisen. Ja. Versuchen wir es mal am Turm des Motoraufgangs. Ich hoffe, das Spiel geht jetzt weiter, ohne dass wir diese Schlacht dort vor dem Tor hinkriegen. Sonst sind wir geliefert. Dann muss ich mir das nochmal irgendwie privat außerhalb der Aufnahme geben. Oh wei. Jetzt ist hier wirklich vorbei. Jetzt habe ich hier vielleicht nochmal drumherum. Es gibt sogar einen Soundbug. Finde ich genial. Das Spiel geht komplett auf. Ich meine, wir haben außenrum noch nicht geguckt. Gibt's Krude? Da bin ich draußen, gibt's nichts zu sehen. Es tut mir echt leid für mich, dass das jetzt hier so backt. Ich sehe es auch. Es ist da. Hat hier wirklich gerade starker. Die Ruckler haben ja Hogwarts Legacy Vibes. Das ist ja. Übel. Wir beenden noch den Stream und den Part jetzt hier. Ich glaube, ich hoffe, im nächsten Part ist das dann besser. In der Dia-Show. Das war ein katastrophaler Part.
Oh mein. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um, wenn das Spiel das noch zulässt. Das Spiel ist stark verführt von dem, was wir tun wahrscheinlich. Das ist nicht immer so für die Leute, die neu hier sind. Das war auch schon mal besser. Stürmen wir mal die Küche. Oder auch nicht. Geht's nach draußen. Okay, gibt's nichts zu sehen. Die sind ganz offensichtlich oben in den Türmen dort. Wo wir schon mal waren. Und wollen wir mal hier entlang. Dann marschieren wir hier mal wieder hoch. Wenigstens fallen wir hier nicht durch die Map. Ich hätte es nicht sagen sollen. Passiert nämlich gleich. Sobald ich das krone. Ich würde gerne mal wissen, ob das jetzt erfolgt hat, wenn wir hier mal reinschneiden. Die Tür ist verschlossen. Wir hier nicht gegen die Wächter kämpfen müssen. Wenn es sich vermeiden lässt. Mit einem Trolle. I should speak up. Doesn't stink like an overstuffed cemetery, which means Balthazar hasn't returned. Gut, dann habe ich auch keine Idee. So why are you here instead of out there looking for him? Oh good. I love answering questions. Na toll. Ah, gerade so geklappt. Whatever Balthazar is looking for, it's crucial to the war effort. Ich brauche eine Idee, was ich jetzt tun soll. Have I not been clear? Find Balthazar. And more importantly, the relic he holds. Neither of which you'll notice. Die Zwischensequenz ist verpackt. Und Achievement. Gedankenleser, setze Gedankenleser auf. Okay. Gut. Machen wir eine schnelle Reise hier hin. Hier geht's dann das nächste Mal eventuell weiter. Also entweder... Ich werde nochmal gucken. Werde mal recherchieren, ob es da noch einen Weg gibt. Was wir hier noch machen können. Außer diesem Bosskampf dort. Wenn es noch einen anderen Weg geht, werde ich den machen. Wenn nicht, schauen wir mal. Entweder mache ich auch Screen. Den Kampf.
Oder wir sehen uns im nächsten Part wieder auf dem Weg nach Baldur's Turm. Wenn das auch nicht geht, wenn hier der Weg versperrt ist nach Baldur's Turm, dann gute Nacht. Ja, mal schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sorry für diese verwackelte Backscheiße. Ja, jetzt konnte ich gerade wirklich nichts tun. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao.